Kann sein, dass dieser Doppelsprung-Bug nur mit der Hero-Story auftritt. Ich habe den bisher gar nicht gehabt. Okay, ich nehme alles zurück, da war er. Wie auch immer, ich muss hier unten, soweit ich mich erinnere, eine Schildkröte ins Wasser befördern. Und das geht folgendermaßen. Ich töte einfach die Roboter, die sie bedrängen. Und dann robbt diese Schildkröte in das Wasser hinein. Flatsch. Und wir können mit dieser, so, hier nach unten. Beziehungsweise durch die Gegend tauchen. Kann sein, dass hier hinten irgendwo der Emerald ist. Nö. Hier hinten? Ja, da hinten irgendwo. Perfekt. Awesome. Awesome. Ja, das war echt awesome. Hier hinten ist nichts. Ich bin awesome. Ja, und das sage ich nicht irgendwie, weil ich mich hoch einschätze oder so. Ich bin einfach awesome. Nein, natürlich nicht. Falls ihr es schon gemerkt habt, ich liebe Ironie. Ich liebe sie einfach. So, jetzt würde ich fast sagen, dass hier in der Nähe irgendwo der Emerald sein könnte. In dem anderen Raum war nix. Außer natürlich, ich bin ultra blind. Jo, sag ich doch. Hier oben irgendwo wahrscheinlich. Jo, da kommt schon mal ein gelbes Dingens. Gotta be close, hat sie gesagt. Da ist es nicht. Vielleicht hier unten irgendwo. Ha. Oder weiter oben, wer weiß. Jo, weiter oben. Da drin, okay. Perfekt. Awesome. Schon wieder awesome. Wo ist gelb? Ich möchte gelb. Ist der oben zufällig? Ich werde mal schauen. Ja, die Musik ist gut. Ich mag die Musik einfach in diesem Spiel. Sie ist großartig. Nicht so ungut, aber die Musik ist einfach großartig. Da ist auch nichts. Da ist etwas. Da, perfekt. Her damit. Und wir haben, glaube ich, nochmal ein Awesome bekommen. Das ist doch einfach nur Awesome. Wir haben einen Total Score von 13.000. Wieder Rang B. Wow. Ich glaube, unter anderem, weil ich die Dark Story viel öfters gespielt habe und weil sie mir viel mehr gefallen hat wie die Hero Story, kann ich hier vielleicht ein wenig mehr abräumen. Hoffe ich doch zumindest. Weil, das geht wirklich nicht, was ich in der Hero-Story abgeliefert habe. Das war grausam, wirklich grausam. Meine Kollegen sagen mir schon, ich kann das viel besser. Ich sollte eigentlich mal üben und nicht so einen Mist abliefern hier. Wie auch immer, gehen wir in den Ciao-Garten hier oben. Und wir haben sogar einen Pfau dabei. Den kriegt unser Goldie, aber nicht Goldie. Jetzt nenne ich ihn auch schon Goldie. Was ist denn das? So, da ist er. Goldie. Ich habe eine Idee. Wir machen den jetzt zu einem Dark Chow. Indem wir ihn ganz oft streicheln mit einem Charakter von der dunklen Seite. Dann kommen ganz viele Herzen und mit der Zeit verändert sich seine Form und, glaube ich, auch die Farbe von seinem Herz da oben. Denn desto mehr Zuneigung er einem Dark Charakter gibt, desto weiter geht er in die Richtung der dunklen Seite der Macht. Oder so. Oder ist das schon ein neutraler Chow? Ich überlege gerade, ob der schon eine Entwicklung hinter sich hat oder noch nicht. Ich glaube, der hat schon eine Entwicklung hinter sich, sonst würde sich da irgendwas ändern jetzt. Ja, der hat definitiv schon eine Entwicklung hinter... Ups, ich wollte dich nicht kicken, tut mir leid. Ach, aber das mache ich wieder gut damit. Da. Nicht streicheln, ich will dich nehmen. Kick, pfeifen, nehmen, perfekt. Herz. Ja, ich herz dich auch. So. Da kriegst du einen davon. Du kriegst einen davon und du kriegst einen. Hä? Wo ist er? Da. Du kriegst einen hiervon. Und dort von. Bist du schon intelligent genug, diesen Kürbis aufzusetzen? Mal schauen. Nö. Dumm. Dumm, 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 dumm. Dummer Ciao, du bist dumm. Du solltest vielleicht den Kürbis auf den Kopf setzen und ihn auf keinen Fall essen. 20 Uhr 22, Wüste. Stage Nummer 3, Sand Ocean. Kehrt zur geheimen Basis zurück. Das würde ich mal sagen, mach mal dann.
Those idiots will never find my hidden base inside this pyramid. So, so. Let's take care of business here first. Then get inside. Diese Idioten werden die Basis niemals finden. Das möchte ich überhört haben, Eggman. Und zwar einfach aus dem Grund, wir haben sie gefunden. Wir haben sie einfach gefunden. Punkt. Bauer. So. Hier geht's weiter. Ich hoffe, ich mache nichts falsch in der Stage. Ich möchte hier nicht sterben. Weil einmal runterfallen, genauso wie in Tails Stage, heißt tot. Und zwar tot. Im Sinne von tot. Komm schon, komm schon, komm schon. Whey. Ihr da oben stirbt auch bitte. Du stirbst. Und hier geht es weiter. Und zwar hier. Gegen dieses komische Vieh. Wo müssen wir lang, wo müssen wir lang? Da lang. Okay. Dieses Ding da hinten abknallen und dann fliegt dieses, diese Säule zu uns rüber. Und wir können sie benutzen. Wir zerstören einfach alles, was in der Nähe unserer Basis ist. Wieso sind überhaupt Militärroboter hier in der Nähe? Ach, das war die Angelegenheit, um die Eggman sich kümmern wollte. Jetzt verstehe ich. Sterbt Militärroboter. Hier drauf. Und dann müssen wir hier vorne drauf. Aber ich mache jetzt keinen Stunt und hüpfe auf das Ding oder so. Ich hüpfe einfach mal. Ich spiele safe und hüpfe hier drauf. Dann spiele ich weiterhin safe, hüpfe hier drauf. Die beiden sterben bitte. Hier drauf, da drauf. Okay. Safe spielen ist toll, da stirbt man nicht. Hier drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier drauf. Die kann ich schon mal umschmeißen. Hier drauf. Perfekt. Und die Chaubox holen wir uns auch schon. Unser Chau möchte sicher von einem riesigen, fetten Menschen gestreichelt werden. Das will doch jeder. Oder? 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 Was war das? Was war das denn bitte? Wie auch immer. Nein, nein. Okay. Ich will nichts riskieren. Ich will absolut nichts riskieren. Da vorne ist ein Speicherpunkt. Würde ich jetzt hier krepieren, wäre das sehr frustrierend. Da drauf. So, und diesen Speicherpunkt hier mitnehmen. Danke. So. Ich habe sogar ein Schutzschild bekommen. Wow, das war knapp. Ja, so viel zum Thema Safe spielen. Ich muss definitiv mich zusammenreißen hier. Und nicht versuchen durchzurushen. Mit meiner momentanen Skill-Lage wird das definitiv nichts, wenn ich versuche durchzurushen. So, hier hoch. Diese drei Explosionskörper zerstören. Und weiter geht's. Hier entlang. Hier runter muss ich, glaube ich. Hier drauf. Ja, und hier an der Seite hinaufklettern. Ein Vorteil hat es, dass wir noch nicht diesen, durch die Luftgleite-Power haben, die Hover-Dinger. Weil, auf diese Art, ihr könnt ihr Krüge zerstören, das ist halt cool. Okay, geht kaputt. Weil auf diese Art ist dieser Doppelsprung-Bug uns relativ egal, denn selbst wenn es versehentlich die Sprungtaste doppelt drückt, was macht's für einen Unterschied? So, ich gehe hier am Rand entlang. Hier hoch. Hier hoch. Ach, das waren die 20 Ringe-Dinger, die wir gefunden haben. Und ich möchte nicht meine Ringe verlieren, die geben ordentlich Bonuspunkte am Ende von Level. So, Krepier. Krepier du auch. Komm, danke. So, auf diese Plattform warten. Safe spielen, spielen. Safe spielen, macht so viel Spaß. La 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 la. Ah, diese Musik immer. Egal in welchem Level. Die Musik will, dass man mitsingt. Beziehungsweise man will immer mitsingen zur Musik. Die ist einfach gut. Ich weiß nicht wieso. Dieses Sonic-Spiel ist grandios. Und da muss ich DK in dem einen Punkt widersprechen. Seit Sonic Adventure ist nicht in meinen Augen Sonic Colors das beste Sonic-Spiel, sondern Sonic Colors ist ohne Frage eins der besten. Oder zumindest nach Sonic Adventure 2. Aber ich finde, es gehört zu den besten Sonic-Spielen definitiv dieses Spiel ja auch dazu. Und nicht nur Sonic Adventure. So. Diese drei zerstören und weiter. Oder ich interpretiere das einfach nur falsch und DK meinte damit mit der Sonic Adventure-Reihe einfach generell die Reihe, also auch dieses Spiel. Ja, wahrscheinlich ist es auch noch so. Aber egal. So, hier gehen wir drauf. Schleichwerbung. Ich würde mich freuen, wenn DK dazu seinen Kommentar äußern würde. Als ob DK mein Video schaut. Wie auch immer. Go Ring mit 166 Ringen und 13.600 Punkten. Ich habe den Verdacht auf einen relativ guten Rang hier.
Es gibt noch einen Time-Bonus von 5000. Und die Ringe bringen auch ordentlich Score. Rang D? Was? Ey, kann mir jemand sagen, was ich an dem Level besser machen soll? Wie soll ich denn da einen höheren Rang machen? Mich wundert das jetzt gerade echt. Rang D. Dafür, dass ich nicht einmal wirklich getroffen wurde, außer dass mein Schild kaputt gegangen ist. Und meine Ringe nicht verloren habe. Und wow, ich bin ein fetter, großer Mann. Mit einer Mutterbrille. Also Mutter im Sinne von nicht die Mutter, die einen als Kind kriegt, sondern ja, ihr wisst sowieso, was ich meine. Was labere ich denn hier überhaupt? So, wo ist Goldie? Goldie, du willst von einem fetten Mann gestreichelt werden. Doch, das willst du. Ich weiß es. Schlagen. Nein, nehmen. Jo, du magst mich, ne? Du magst mich, Kleiner. So. Der fette Mann gibt dir jetzt Stäbchen, die du lutschen kannst. Ja, die Zweideutigkeit verstehe ich ebenfalls. Pädophiler Eggman. Pädophiler Eggman. So, dann gehen wir wieder hinaus. Und ich würde sagen, es geht weiter. Weiter, weiter, weiter. Und ich, soweit ich mich erinnere, mit dem ersten Level von Shadow. Aber zunächst kommt ein Zwischenschwamm. Chaos Emerald in the Space Colony Arc. I've got to find out just what's going on up there. Und sein Computer benutzt die Hieroglyphen als Sprache. Genau. We interrupt this broadcast for an important news flash. There has been a break-in at the Federal Reserve Bank today. Mysteriously, the only thing that was stolen was the Chaos Emerald. According to eyewitnesses at the scene, the suspect was identified as the world-renowned hero Sonic the Hedgehog. The suspect was seen fleeing the scene, destroying the reserve's guard robots in his path. Stay tuned for more details. Sounds more like the work of Shadow. Nee, der ist auch gar nicht schwarz-rot, der da auf dem Bild war. Der ist eindeutig blau, so wie Sonic. Ne? Eindeutig. How pathetic. Wieso blinkt das? Violett oder lila? So, so. Ja, er hat ja wohl Rache versprochen. Rache ist süß. Radical Highway, bricht durch das belagernde Militär. Stage 04. Ja, mach mal das. Wie bei all den anderen Stages ebenfalls. Dieses Level ist cool. Es ist einfach so, es ist cool. So. Durch den Looping. Da geht es weiter. Und da rennen wir am besten. Soweit ich mich erinnere. Ja, wir rennen hier. Und zerstören diesen Roboter. Danach hüpfen wir hier dran. Gehen weiter. Leider haben wir noch nicht den Lightdash, sonst hätten wir jetzt diesen Roboter ebenfalls zerstören können. Und soweit ich mich erinnere, können wir uns denn sogar den Lightdash holen, oder? Nein, da brauchen wir den Lightdash. Okay, mein Fehler. Sorry, Leute. Das war nicht so geplant. Hier können wir hoch und damit noch extra Punkte einsammeln, glaube ich. Allerdings muss uns wieder dieser Doppelsprung-Bug dazwischen funken. Und wir treffen den Roboter. Was aber auch nicht weiter schlimm ist, denn jetzt sind wir trotzdem oben. Durch hier. Speed.